Hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing! Ja, ich habe hier einen riesigen Karton vor mir. Und Leute, ich habe mich so drauf gefreut auf dieses Paket, weil, wie ihr schon oben lesen könnt, ist in diesem Paket meine neue Nähmaschine. Ja. So, und zwar habe ich mich für die Toyota entschieden. Und die machen wir jetzt mal gemeinsam auf. Sehr schön. Ich hoffe, der geht's gut da drin. Wie jeder weiß, habe ich ja schon die Toyota Oikaki. Die steht da drüben. Dazu gab es auch schon ein Unboxing. Und ja, meine erste neue Overlook. Und zwar ist das Modell SLR4D. Und das machen wir jetzt mal zusammen auf. Ich habe noch nie eine Overlook neu gekauft. Von dem her bin ich jetzt echt irgendwie gespannt. Ich meine, das ist meine dritte, also meine zweite Overlook jetzt. Die andere habe ich gebraucht gekauft. Ja, wie typisch für Toyota ist hier erstmal ein paar Paketchen mit einem Zettel. Und es müsste wahrscheinlich die Anleitung sein. Ja, der Guide. Die Anleitung. Da ist sogar noch extra ein Guide drinnen, wie man sie einfädelt. Okay, das sind die Anleitungen. Hier ist nochmal so ein Paket. Ja, mit nochmal einer Anleitung. Auch nicht schlecht. So. Wenn wir jetzt hier oben reinschauen, dann ist hier erstmal so ein Zubehörpäckchen. Ja, das machen wir einfach mal auf. Und zwar sind da so, ja, so Netze. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, zu was die sind, weil das habe ich noch nie bei einer Overlook bis jetzt gesehen. Vielleicht ist es auch einfach zum Einmotten. Dann ist hier noch eine Pinzette dabei, mit der man das alles dann besser einfädeln kann. Die ganzen Fäden und alles, dass man in die Maschine komplett reinkommt. Hier so Scheiben. Die kommen schätzungsweise unten drauf für die Konen. Dann sind hier einmal Nadeln drin und nochmal Nadeln. Ich denke, das sind. Ich habe schon Overlook-Nadeln da. Aber ja. Und dann ist da noch so ein kleiner Schraubenzieher dabei. Was ich auch sehr praktisch finde. Ja, dann ist hier oben nochmal was. Und zwar. Ja, die Schutzfolie. Und hier seitlich. Das Pedal. Ja. Hier ist das Pedal, muss man das Pedal verwenden für die Overlook. Meine andere hat ja eine Start-Stopp-Automatik, wo man das Pedal nicht nutzen muss, aber bei einer Overlook muss man das eigentlich immer zwangsläufig nutzen. Und dann kommt jetzt das gute Stück. So, so sieht sie aus. Das ist die Toyota Oikaki Overlook. So sieht die aufgemacht aus. Ja, ich bin jetzt einfach nur froh, dass ich sie habe. Ja, da kann man den Differentialtransport, denke ich, einstellen. Und hier die ganzen Fäden einfädeln. Also ich meine, die ist jetzt gerade eigentlich komplett eingefädelt. Bei die Toyota Nähmaschinen werden immer als erstes Probe genäht. Also ich meine, ich habe davor noch keine andere Nähmaschine gekauft als von Toyota. Die andere habe ich geschenkt bekommen, wohlgemerkt. Und ja, bei den Toyota weiß ich, die werden immer noch Probe genäht. Also da wird einfach nochmal Probe genäht. Und hier sieht man auch die Raupe, nennt man das, die Nähraupe. Und hier sieht man, dass einfach mit dem guten Stück Probe genäht wurde. Genau, die ist auch schon so eingestellt. So, genau, und
Ja, hier ist dann das Messer. Kann man so besser sehen. Hier ist das Messer, das schneidet dann den Stoff gleich. Hier kann man auch noch was einstellen. Ah, hier hebt man den Fuß. Genau, da kann man das jetzt rausnehmen. Ich bin gerade voll glücklich darüber, dass ich sie jetzt habe, weil das so ein kleiner Wunsch von mir war. Und ja, zukünftig werden meine Sachen damit genäht, zumindest die Kleidung. Ja, und wie die sich im Alltag so macht, das werde ich euch dann berichten. Ja, deswegen war es jetzt erstmal und das Alltagsvideo kommt dann später. Bis dann, ciao!